Dank der Vermittlung von Alice, der Verkehrsdirektorin von Madruns, ist das Rätsel der Feindschaft zwischen Ernst Hug und Linus Kaduff endlich gelöst. Ernst hat Linus jahrzehntelang erpresst mit der Lüge, Linus habe die Schwester von Roberta umgebracht. Roberta verlässt ihren Mann Ernst und geht zu Linus, mit dem sie vor 40 Jahren verlobt war. Darauf zieht Linus seine Einwilligung zurück, den Bauernhof aufzugeben. Zum Ärger von Elisabeth, die gehofft hat, dass das Tourismuscenter mit Hilfe des Financiers Fuhrer endlich gebaut werden kann. Elisabeths Kampf macht das Leben für ihre Tochter Flavia, die sich auf die Maturprüfung vorbereitet, immer unerträglicher. Gemeindepräsident Thomas Hug hat entdeckt, dass sein Vater Ernst in seiner Amtszeit einen Sessellift ohne Bewilligung verlängert hat. Doch Thomas hat diese Entdeckung bis heute bei der Behörde nicht gemeldet. Nächste Einfahrt, Gleis 1, Schnellzug nach St. Moritz mit Halt in Breda, Sameden und Celerina. Da ist ein Empfang. Ja. Hat die Dallis abgeholt? Ja, dann wäre ich jetzt nicht da. Hilf mir lieber. Anni, guten Morgen. Wir haben dich erst später erwartet. Was machst denn du da? Und was sagt die Mann dazu? Ich habe mich von mir entstrengt. In deinem Alter? Anni, für dich ändert sich nichts. Ah ja? Willkommen zu Hause, Anni. Finger weg, zu Hause. Breda, Sameden und Celerina. Nach Davos bitte umsteigen. Offenbar hat er auf einen früheren gelernt. Danke, Gini. Moment. So, danke. Das ist jetzt wirklich die letzte. Für heute.
Ist Anni bei euch? Ich habe sie im Bahnhof verpasst. Sie hat den früheren Zug verwischt. Ich weiss. Sie hat nicht bleiben. Recht hat sie. Nach all den Jahren, die sie für dich gekrampft hat. Und das ist jetzt der Dank dafür. Deine Meinung interessiert uns nicht. Ich sage sie aber gleich. Hat sie gesagt, wo sie hin ist? Vielleicht ist sie im Büro. Ich gehe mal schauen. Du! Sag ihr, sie sei jederzeit willkommen bei uns. Gell, Linus? Das ist sie doch. Nicht gerade immer. Du! Dass die sich nicht schämen. Wer? Sogar Anni haben sie vertrieben. Die gewöhnt sich schon noch dran. Vielleicht findet sie jetzt auch einen Mann. Und erzähl nicht so einen Käse. Es ist ihr Leben. Aber unser Geld. Nur wenn die ihren zweiten Frühling ausleben wollen, ist das ganze Rätselprojekt blockiert. Jetzt fängt das schon wieder an. Es geht schließlich an deine Zukunft, Kopfertelli. Was ist denn da los? Sie motzt wieder über den Linus. Es nervt mich. Ich muss lernen, ich habe Prüfungen, Matura. Ich brauche Ruhe. Super. Komm, fang du jetzt an. Oh, warum musst denn du immer wieder anfangen mit dem? Linus gibt seinen Hof nicht auf. Fick dich endlich damit ab. Und wie und mit wem der Linus sein Leben lebt, das ist allein seine Sache. Und hör auf, Flavia, mit deinem sturen Grinsen zu erodisieren. Du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben. Du kommst nicht her und spielst den Moralapostel. Elenden Opportunist. Früher wäre das Projekt gerade recht gekommen. Jetzt hat der Wind gekehrt und du wechselst Lager. Überleg du dir das erste Mal, auf welcher Seite du stehst. Dann reden wir dann weiter. Ja, dann kannst du Gift drauf nehmen. Cesa Alba mit Dusche? Nein. Willkommen daheim, Anni. Ich habe dich vermisst. Würde man nicht meinen. Anni. Nein, muss man gar nichts sagen, ich weiss alles. Kaum bin ich weg, ist alles in Schwung gekommen. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr fort. Los mir zu. Du kannst im Tingalina wohnen. Das ist doch viel zu teuer. Das übernimmt der Verkehrsverein, bis du etwas gefunden hast, wo du bleiben kannst. Und Ernst lebt jetzt allein? Sag mal, was ist denn passiert an dieser Erblöchilbe? Es war wegen der Maria. Bis heute Abend bei der Witwe auf dem zweiten Hof. Mir doch gleich, was du machst! Sprechstunden vom Gemeindepräsidenten sind außen an der Tür angeschrieben. Mein Besuch ist halb privat. Privat bin ich im Gemeindehaus nicht zu sprechen. Ich mache es kurz. Die Sache mit dem Bauland hat sich verzögert, seit deine Mutter beim Linus eingezogen ist. Und was hat das mit mir zu tun? Ich wollte dich nur auf etwas aufmerksam machen. Eine kleine Sache aus der Zeit, wo dein Vater noch Gemeindepräsident war und wo niemand etwas gemerkt hat davon. Heute allerdings könnte die Geschichte unangenehme Folgen haben. Auch für dich. Ah,
Könntest du bitte ein bisschen deutlicher werden? Dein Vater hat vor 12 Jahren den Sessellift verlängert. Ohne Baubewilligung. Woher weißt du das? Ich habe meine Kanäle. Sanni war lange genug Sekretärin bei deinem Vater. Für die Zeitungen wäre die Geschichte gefunden, nichts fressen. Besonders jetzt, wo Madrunze so populär geworden ist. Wäre schade, wenn der gute Ruf kaputt gehen. Was willst du? Eine Hand wäscht die andere. Du bist Gemeindepräsident. Ein Brief von dir würde mir sehr viel helfen. Dort drin müsste stehen, dass du das Razzia-Projekt auf dem Bauland vom Linus Gaduff befürwortest. Weil es schließlich eine Sache von öffentlichem Interesse ist. Alles schön auf einem Brief mit dem Briefkopf der Gemeinde. Spinnst du eigentlich? Das bringt doch nichts. Dir kostet es nichts. Und ich weiß schon, was es mir bringt. Du hast doch über die Sessellift-Sache Bescheid gewusst. Das gäbe keine schöne Geschichte. Wenn rauskäme, dass du die Sache deinem Vater zu lieb vertuscht hast. Ich gebe dir 4 Tage Zeit. Nachher weiss ich nicht, ob ich das Geheimnis so länger für mich behalten kann. Thomas? Das alle andere. Los, ich habe jetzt leider keine Sprechstunde. Ich weiß, aber ich muss dringend mit dir reden. Hat das nicht bis morgen Zeit? Nur einen Moment. Später kann ich nicht mehr. Es ist wegen der alten Schür. Du weißt doch, die Hinterwand muss neu gestützt werden. Nicht verraten. Dr. Fuhrer. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, es ist so gemütlich bei Ihnen. Wenn Sie wieder das gleiche Zimmer, es ist zufällig noch frei. Es ist freundlich für mich, aber ich bin nur für eine Nacht da. Der meisten gefällt es bei uns so gut, dass es länger bleibt. Aber Sie sind natürlich auch für eine Nacht. Herzlich willkommen. 203. Jawohl. Nein, das mache ich nachher für Sie. Gut, danke schön. Ein gefreuter Gast. Also, ich schaue mal, was ich machen kann. Und gebe dir dann Bescheid, gell? Danke vielmals. Ciao. Grüezi, Monika. Grüezi, Herr Kamenisch. Du hast doch heute gar keine Sprechstunde gehabt. Das ist nicht anders gegangen. Aber vorne war Elisabeth bei mir. Sie weiss von dieser Geschichte mit dem Sessellift. Ich muss sofort zur Alice. Was ist denn passiert? Du musst entschuldigen, ich erkläre es dir bei der Alice. Aber jetzt muss ich gehen, sonst macht das Verkehrsbüro zu. Ich komme gleich nachher. Und du hast es natürlich noch nicht am Kanton gemeldet. Der zuständige Mann war in der Ferien. Typisch. Und was will Elisabeth von dir? Da bin ich. Was ist jetzt? Elisabeth setzt mich mit dieser Sessellift-Geschichte unter Druck. Ich soll mich als Gemeindepräsident beim Linus stark machen für das Bauprojekt. Aber du kannst den Linus doch nicht zwingen. Ich weiss auch nicht, was das soll. Aber sie gibt mir 4 Tage Zeit. Und dann gehen sie damit an die Öffentlichkeit. An die Öffentlichkeit? Ich glaube nicht, dass ihr das viel bringt, aber am Dorfschatz auf jeden Fall. Angriff!
ist die beste Verteidigung. Die Zeitungen kommen sowieso mit über, wenn du zu Churn meldest. Also, gehen wir von uns aus an die Öffentlichkeit. Wir machen eine Pressekonferenz, spielen die Schuldigen und geben den Fehler zu. Aber wir bereuen es und wollen es wieder gut machen. Und darum erklären wir, dass der Gemeinderat und der Verkehrsverein. Was schauen die mich so an? Ich weiss auch nicht, was wir machen sollen. Aber wir müssen uns etwas einfallen lassen, das den Journalisten gefällt. Und das dick genug ist, dass sie die Sessellift-Geschichte überschauen. Ihr habt doch sonst immer so gute Ideen. Das ist doch das Verkehrsbüro. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin zufällig ausgestiegen, weil das Ort gefällt mir sehr gut. Ich wollte wissen, ob Sie noch eine Ferienwohnung frei haben für ein paar Tage. Moment. Ich glaube, wir sind ausgebucht. Ei. Ah, Moment. Hier ist noch ein Zimmer frei mit Dusche im Cesa Alva. Zimmer mit Dusche. Puoi mangiare? Aber kann man kochen? Leider nein. Ecco. Aber das Zimmer ist groß genug. Moment. Also, wir haben einen halben Tag Zeit, uns etwas einzufallen lassen. Und morgen treffen wir uns beim Sessellift. Einverstanden? Ist gut. Ciao. Ciao. Adieu. Das Zimmer ist relativ groß, ein ausgebauter Dachstock. Ja, allora. Vabbè, okay, gut. Ne? Man kann hier nur im Hotel essen, hä? Eh? Ja. Im Grischa-Stübli. Im Grischa-Stübli. Grischa-Stübli. Ich sag, wie sie meint. Ja. Aber wenn ich etwas mitbringe im Zimmer, darf ich essen im Zimmer, ja? Ja, natürlich können Sie im Zimmer essen. Ja, meno quello, meno male. Wissen Sie, im Hotel riecht es nicht so gut und ich bin ein wenig schwierig mit dem Essen. Das kann ich verstehen. Allein. Lena. Haben Sie vermisst? Wie fertig. Es tut mir leid, dass ich mich so lange gemeldet habe. Ich war viel unterwegs. Da war auch viel los. Die Sache mit dem Bauland hat sich verzögert. Was ist passiert? Die alte Hug ist beim Linus eingezogen. Meinst du seine Frau? Hm. Ganz schön frech, die Alte. Die kommt schon auf die Welt. Jetzt leben sie zusammen und der Onkel will das Land nicht mehr hergeben. So definitiv ist das nicht. Er hat immerhin noch den zweiten Hof am Hals. Und das ändert sich wahrscheinlich auch nicht. Aber über das kannst du mit ihm im Moment nicht reden. Meine Investoren werden langsam wissen, was ich tue. Du musst sie halt hinhalten. Du bist doch so gut im Reden. Stimmt.
Das mache ich ja schon die ganze Zeit. Aber jetzt will ich es etwas Konkretes wissen. Das ist nicht so einfach. Aber ich habe, glaube ich, eine gute Idee gehabt. Die könnte wahrscheinlich funktionieren. Ich habe doch erzählt von meinen Beziehungen zum Hug Junior. Und Herr Gemeindepräsident, ja? Ich könnte jetzt langsam zum Tragen kommen. Aha. Und wie lange geht es, bis das zum Tragen kommt? Das ist höchstens eine Sache von ein paar Tagen. Ich kann mich wirklich nicht täuschen in dir. Wir bringen es noch weit, wir beide. Dem Kaffee hat mich noch niemand so gut verstanden wie du. Ich weiss. Als ich im Mann hier bin, habe ich immer noch leere Versprechungen gemacht. Nicht nur das. Mir ist ein kleines Hotel im Tessin empfohlen worden. Meinst du, könntest du dich frei machen, wenn wir können? Ja. Ehrlich, ich halte es nicht mehr aus. Jeden Tag die Nerverei mit dem Linus und seinem Bauland. Meine Alte denkt nur noch an das. Guten Abend. Abend. Wenn das so weitergeht, fliegen wir durch die Natur. Und was sagt dein Alter dazu? Ach, der sagt, es käme schon wieder gut. Aber er ist ja nie daheim. Am Tag hilft er am Linus und zur Abend hockt ihm der Beiz, bis sie zutut. Meine Alten sind auch nicht besser. Die interessieren sich einen Scheissdreck für uns. Das ist das Einzige, was wir da noch haben. Mhm. Musst du mich jetzt für das Kochpraktikum anmelden? Dann bist du den ganzen Sommer weg. Da oben gibt es auch Arbeit. Beim Sepp? Ach, bei dem lernst du doch nichts. Im Gegenteil, er lernt von dir. Aber ich bin da und du kannst zu mir ziehen, jetzt wo der Papa und der Chamber Monika wohnen. Erlaubt es dein Vater? Weil er soll sich um seine eigenen Probleme kümmern. Du musst schon schauen, dass deine Eltern dich gehen lassen. Das kannst du doch nicht machen. Doch. Vorher, ich habe einen Taxi in Ihr Auto. Schön, dass man sich wieder einmal trifft. Ja, warum eigentlich so präsent? Wir können doch etwas trinken zusammen. Sie haben doch sicher viel zu erzählen. Hey, ich muss leider früh aufmachen. Ja, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Es geht mir zwar nicht an, aber wie wollen Sie ja nicht die Hotelrechnung zahlen? Ja, so viel ich gehört habe, sind Sie doch Konkurs. Der Scheck, den Sie der Frau gerade aufgegeben haben, den habe ich bekommen. Es war keine gute Idee, sich in unsere Angelegenheiten hineinzumischen. Ja, es ist zwar Ihre Sache, aber ich meine, Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Viel schlimmer finde ich es, dass Sie uns haben für dumm verkaufen. Herr Hug, an Ihrer Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ich kann nämlich noch ein Hündchen zurupfen mit Ihnen. Ah ja, natürlich, natürlich. Sie behaupten ja immer noch, ich sei Ihnen Geld schuldig. Ich weiß zwar nicht mehr, wie viel es war, aber ich meine, Sie müssen ja wissen, ich denke, mit 50'000 müssten Sie eigentlich zufrieden sein, oder? Ich kann es leider nicht wahr, ich habe nur einen Scheck. Ja? Ein vordatierter. Ein hervorragendes Zahlungsmittel. So, und jetzt, glaube ich, sind wir wieder quitt. Herr Hug, wir könnten doch das in einer anderen Not in aller Ruhe besprechen. Wieso? Das ist doch eine ziemlich ruhig, oder? Wir haben doch alles besprochen. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen noch sagen sollte. Jetzt sind Sie doch wieder flüssig. Jetzt können Sie doch wieder in den Ausgang mit der Frau Gaduff zu Chur runter. Jetzt, wo Sie sich menschlich doch so nahe gekommen sind, oder? Herr Gaduff, zwischen Ihrer Frau und mir ist nichts. Ich habe einen anderen Eindruck gehabt. So, Hund. Ja, das kann man schon sagen, ja. Ich glaube, den Begriff können wir im Raum stehen lassen, bis es klar ist, wer der Herr Gaduff damit gemeint hat. Sie sind ja auch ein heißer Verehrer von seiner Frau. Genug! Raus! Beide, sofort! Bevor ihr euch beimachen! Haben Sie nicht noch Ihre Hotelrechnung zahlen? Du sollst abhauen, aber schnell!
Ursula, grüezi. Wie geht's dir? Kann nicht klagen. Sieht blendend aus. Linus muss es ja prächtig gehen. Kann ich es gerade wieder bei dir vorbeikommen? So. Salut, Elisabeth. Ich habe für euch alle eine gute Nachricht. Der Lucian hat jemanden gefunden, der den Hof übernimmt. Der ganze Lift von da weg? Jawohl. Früher war da die Endstation. Und wieso hat die Baukommission abgelehnt? Also, das Schneisen für den Lift selber war eigentlich nicht das Problem. Aber das Rotten und das Planieren für die Pistenführung. Und wie heisst der zuständige Mann vom Kanton? Erni. Hans-Peter Erni. Was würde es kosten, den alten Zustand wiederherzustellen? Den alten Zustand lässt sich nicht mehr herstellen. Da sind Erdmassen abgetragen worden. Und verschoben. Das wird nie mehr wie früher. Das wäre auch schade. Der alte Skihang war ein besserer Idiotenhügel. Unter uns gesagt. Der Bruno hat recht. Der Verkehrsverein hat mit dem neuen Lift viel Geld gemacht. Wir haben die halbe Nacht darüber nachgedacht. Aber es ist uns einfach nicht gescheit eingefallen als Gegenleistung. Aber gibt es nicht etwas anderes? Etwas, das wieder wie früher könnte werden? Irgendeine andere Umweltsünde? Eine Betonierung, die man aufreißen könnte. Oder einen Kahlschlag, den man wieder aufforsten könnte. Irgendetwas. Thomas, hat es nicht beim alten Korn oben mal ein Aufforstungsprogramm gegeben? Dort oben wachsen seit Anfang Jahrhundert keine Bäume. Aha, stimmt, da war mal etwas. Aber das Projekt ist gestorben. Und wieso ist es gestorben? Wegen dem Geld wahrscheinlich. Das ist es. Was ist es? Du trommelst den Gemeinderat zusammen. Und du, der Vorstand des Verkehrsvereins. Mit denen im Rücken erklären wir an der Pressekonferenz, wie sich der Gemeinderat und der Verkehrsverein gemeinsam an dem Waldaufforstungsprogramm von dem... Obras Korn. Ja, zusammentun und beteiligen. Nicht schlecht. Dem jetzigen Gemeinderat gefällt das sicher gar nicht. Schließlich ist der Vater voll dafür verantwortlich. Er hat es ja im Alleingang durchgezogen. Wir müssen den Ernst dazu bringen, dass er an dieser Pressekonferenz dabei ist. Mhm. Er soll beichten, das sind die anderen aus dem Schneider. Mit dem Vater kann man im Moment nicht reden. Nachdem man an der Älplerkilbe und dem Streit in der Beiz mit dem Remo... hat sich die Heim eingeschlossen. Aber er muss. Also gut, von mir aus probieren wir es. Hast du Schwieriges geschafft, Bruderherz? Ja, hug ernst. Seit Tagen nimmt niemand ab dort. Und jetzt kommt das Band, das sagt, die Nummer sei nicht mehr in Betrieb. Ja, ich warte. Sonntagszeitung. Abgestellt? Warum? Ah, natürlich, ich verstehe. Wieder hören. Die Sonntagszeitung hat angerufen, ob es sich lohnt, über da nicht zu schicken. Jetzt können wir die Pressekonferenz nicht mehr unter Verschluss halten. Es wissen viele Leute davon. Am Ernst haben sie das Telefon abgestellt. Und wahrscheinlich hat er nicht gezahlt. So schlecht kann es ihm nicht gehen. Wahrscheinlich hat er verschlammt. Roberta hat die Sachen immer erledigt. Ich war schon zweimal bei ihm und er hat nicht aufgetan. Er muss an dieser Pressekonferenz dabei sein. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Der Ernst? Der Pressekonferenz? Es würde uns helfen. Er war schließlich damals Gemeindepräsident. Es kann doch nicht so schwer sein, mit dem Mann zu reden. Ich gehe nachher zu ihm. Verkehrsbüro Madruns? Ja, am Apparat. Es tut mir leid, aber darüber kann ich Ihnen keine Vorinformationen geben. Aber ich kann Ihnen nach der Pressekonferenz ein Kommuniqué schicken. Ja? Ist gern geschehen. Wiederhören. Ich wollte zu der Monika. Sie war nicht daheim. Thomas hat gesagt, der Verkehrsverein hätte eine außerordentliche Sitzung. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich wollte ihr. Ich wollte jemandem sagen. Man sitzt doch ab.
Die Elisabeth ist fort. Wo ist sie alle? Gestern. Dem Fuhrer nachgereist. Remo, los zu. Die Elisabeth kommt wieder zurück. Der Fuhrer ist Konkurs. Er hat das Gericht am Hals. Ja, ich weiß. Aber die Witwe hat jemanden gefunden, der den Hof übernimmt. Und dann hat Elisabeth den Koffer gepackt und ist gegangen. Sie kommt wieder. Sie hat ja nur euch. Und wenn sie zurück ist, braucht sie deine Hilfe. Ist Flavia wieder? Heidi muss für die Matur lehren. Soll ich zu dir kommen? Nein, nein, danke. Ja, ich finde schon jemanden. Ich habe nur mit jemandem reden. Ja, ich muss jetzt der Witwe helfen. Ich muss ihm neu den Hof zeigen. Ausgerechnet jetzt muss ich zum Ernst. Was machst du da? Dein Telefon geht nicht. Ich kann für mich selber schauen. Ja, man sieht's. Was willst du von mir? Ich gar nicht. Alice möchte mitreden. Was will sie? Sie braucht dich für eine Pressekonferenz. Für eine Pressekonferenz? Wegen der Verlängerung vom Sessel-Lift. Woher weißt du das? Ach, das ist doch gleich. Ja, wieso willst du mich dabei haben? Mir ist schon klar, dass du nicht gerne dort gehst. Aber manchmal muss man halt Sachen machen, die einem gegen den Strich gehen. Schau dich doch an, was aus dir geworden ist. Alles, was dir wirklich mal etwas bedeutet hat, hast du verloren. Und dein Stierengrind macht es auch nicht besser. Und jetzt leg dich an. Ja, die Untersuchung ist bereits eingeleitet worden. Es gibt ein ganz normales Verfahren. Geltend mildernde Umstände wächst er selbst an Zeg. Also wegen der besonderen Umstände und wegen der freiwilligen Leistungen, da wird Frau Winter dazu etwas sagen. Weil der Eingriff nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, hat der Verkehrsverein und der Gemeinderat eine Sofortmassnahme beschlossen. Als Wiedergutmachungsversuch. Dazu kann Ihnen unser Gemeindepräsident Thomas Hug ein paar Worte sagen. Bitte. Hey.
Sie sehen da die Südflanke vom Korn. Eine halbe Stunde von hier auf Gemeindeboden. Ende letztes Jahrhundert hat ein Grossbrand den ganzen Wald, der dort einmal gestanden ist, zerstört. Jetzt hat der Verkehrsverein als Eigentümer vom Sesseli-Lift beschlossen, in Zukunft 10% aus dem Betriebserwerb für die Wiederaufforstung vom Korn zu verwenden. Ja, Mänisch, Bündner Zeitung. Da kann man also sagen, dass Skifahren mit ihrem Skipass die Aufforstung finanzieren. Ja, genau das war die Idee. Sie haben die Idee entwickelt. Alice, bitte. Sie ist von uns allen gemeinsam entwickelt worden. Ja, danke. Ich hätte nun eine Frage an Herrn Hug Senior. Ihr seid hier Gemeindepräsident und darum verantwortlich für die illegale Verlängerung des Sesseli-Lift. Wie tut ihr das heute rechtfertigen? Madruns war damals für Skifahrer völlig unattraktiv. Ich war für das Wohl der Gemeinde verantwortlich und habe die Meinung vertreten, dass eine Aufbesserung des Wintersportangebots der Gemeinde Madruns gut täte. Auch wollte ich für die jungen Leute, die ständig hier oben leben, das Dorf ein bisschen aufbessern. Weil ja viele von ihnen in letzter Zeit in die Stadt abgewandert sind. Würdet ihr heute nur mal gleich entscheiden? Ich muss also sagen, ich sehe heute manches anders. Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, tut Ihnen jetzt der Förster, der Herr Boldera, die Aufforstung am Korn erläutern. Ah. Viva. Viva. Kennst du den Witz von Schad? Nein. Schad. Sorry. Schad. Blau. Bringst du einen halben Fäschchen bitte? Der Papa hat mir Eindruck gemacht, nach all dem, was passiert ist. Ja. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendeiner fragt, wer denn überhaupt Bauarbeiten gemacht hat. Auf die Frage haben vorbereitet. Und was hat er dann gesagt? Wort, deine Firma. Was? Ich hätte den Deckel draufgehalten. Das wissen wir. Wir sehen ja da, was die Zeitungen daraus machen. Was sie daraus gemacht hätten, wenn sie von Leid drauf gekommen wären, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das muss nicht unbedingt eine von deinen Stärken, das wissen wir ja. Sonst hätte ich aus dem Loch schon längstens etwas gemacht. Habe ich dich um deine Meinung gefragt? Komm her, ruf! Ist doch wahr, oder? Nur weil er ein Hug ist. Meint er, er kann jetzt den Mund aufmachen? Aber Sepp, du solltest doch langsam wissen, Hug ist nicht gleich Hug. Eine Gruppe, die auf mich wartet. Was ist? Gibst du mir keine Anfeige?
Ist immer noch der gleiche alte Schlappschwanz. Komm, schlaf dich aus. Siehst du müde aus? Da gibt's noch Kaffee. Was ist es? Viel zu früh für einen, der schon 2 Stunden im Auto gehabt ist. Guten Morgen. Von dir redet die halbe Welt. Ich mache uns einen Tee. Ein Minitab für die Rektorin. Herru! Was ist jetzt mit dem Tee? Post. Schlechte Nachrichten. Der Scheidungstermin. Das ist ja schon bald. Dann ist es vorbei. Mir wäre es lieber, ich jetzt schon hinter mir. Ich habe auch Nachrichten für dich. Aus Paris. Ich habe gestern ein Angebot gekriegt. Ich könnte meine Firma zu Paris ausbauen. Ein grosser Textilhersteller wird mit mir zusammen arbeiten. Hörst du auf Paris? Am Anfang müsste ich schon dort sein, bis das Ganze noch mal aufgebaut ist. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich mit dir will ich etwas besprechen. Würdest du gerne gehen? Das ist eine grosse Chance. Ich will nicht, dass du auf eine grosse Chance verzichtest. Was soll ich sagen? Wo ist der Chef? Was ist denn das? Eure Bestellung. Was für eine Bestellung? 5 Paletten. Erbsli, Rüebli, Bohnen, Mais und Suppe. Und Aricet, brauchen kein Büchsengemüse mehr? Machen das unter euch ab, he? Ich liefere nur, was bestellt worden ist. Wo kommt das Zeug her? Moment,
Das ist ein Missverständnis. Ich mache die Abstellung und ich habe Ihnen nichts bestellt. Der Sepp abstellt. Der Sepp? Ja, davon weiss ich nichts. Was unter euch ist, ist mir egal. Ich liefere nur, was bestellt worden ist. Ja? Ja, du bist da. Die Wache sind ja nicht bei uns. Gut, dass du kommst. Da kommt die Ware her. Gewiss kann man, oder? Hast du in den Bestellungen auf? Muss ich dich um Erlaubnis fragen? Ich habe abgemacht, dass ich den Monat für die Menüzusammenstellung verantwortlich bin. Ich für die Finanzierung. Ich kann mich von dir nicht ruinieren. Wir haben das Budget ganz genau miteinander besprochen. Ich habe etwas anderes überlegt. Wir sind ein einfaches Hotel und da gehört eine einfache wehrschaftliche Küche dazu, kein Gourmet-Restaurant. Komm, Sie, wir besprechen das hier oben noch mal in aller Ruhe. Da gibt es nichts zu besprechen. Die Sache ist für mich klar. Ich glaube, es ist gescheiter, ich kümmere mich noch einen Moment ums Büro. Du kommst aus deiner Kunstkochschule da rauf und meinst, du könntest den ganzen Laden übernehmen. Dafür bist du mir noch zu grün hinter den Ohrenbürstchen. Ich zeig dir schon noch, wer da unten der Chef ist. Spielt sich ja schön auf den Klee. Ja, wenn du eine Hugelküche holst, ja? Habe ich dich gefragt? Die Ware kommt in die Speisskammer. Priemann hilft dir. Priemann, hast du gehört? Guten Morgen. Ist der Remo mit der Wandergruppe unterwegs? Was willst du von ihm? Könnte mir etwas helfen mit dem Wasserhahn in der Küche? Da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Kann doch dein Linus machen. Der ist heute auf der Oberen Alp. Dann holt euren Spengler. Der Remo ist nicht euren Abwart. Fragen würde man wohl noch dürfen. Du weißt genau, was ich mache. Suche zum Mick? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das haben wir gestern besprochen. Der Papa ist einverstanden, damit ich lernen kann auf Matura. Ich will aber, dass du da bleibst. Das gar nicht, ich brauche Ruhe. Oh, ich will nicht, dass du gehst, verstanden? Mama, hör auf. Oh. Du spinnst. Ja, dann spinne ich halt. Oh. Du bist ja nicht mehr normal. Andri, Sali. Ist dir jetzt heiß drin? Ich habe mir nicht besonders viel von dem Praktikum versprochen. Aber was ich bis jetzt erlebt habe, schlägt alles. So? Hör, lass mir nicht zu. Stundenlang mache ich mit ihm etwas aus. Und dann kommt er am nächsten Tag und wirft wieder alles über den Haufen. Er ist der Boss. Hör auf, das hat doch nichts mit Boss zu tun. Er hat einfach keine Ahnung. Für die Dauer von deinem Praktikum ist er dein Chef. Du musst dich ihm anpassen, nicht er dir. Der Laden läuft gut, weil er dort oben allein ist und keine Konkurrenz hat.
Aber der Fraß, den er bis jetzt angeboten hat, ist ja nicht mehr zum Aushalten. Ich bringe mir ja nur Vorschläge, wie er es besser machen könnte, aber er schaltet auf stur. Du hast dein Praktikum da oben wollen machen? Ja, wegen der Flavia. Was hat denn Flavia mit deinem Praktikum zu tun? Es geht ihr ziemlich verschissen daheim. Sie muss sich jetzt auch für Prüfungen vorbereiten und braucht ihre Ruhe. Solange ich da bin, wohnt sie bei mir. Bei dir? Hast du eine Wohnung? In unserer. Die steht ja jetzt leer. Das müssen wir aber zuerst noch besprechen, gell? Da gibt es überhaupt nichts zu besprechen. Die Mama zieht über die Nacht aus, niemand weiss warum. Die Grossmama zieht über die Nacht aus, weisst du mit dir? Was ich oder der Can dazu meine, die interessiert einen Scheissdreck. Haben wir uns nicht gefragt, warum soll ich denn fragen? Oh, langsam, langsam. Sie sind doch der Koch, oder? Manchmal. Das Essen gestern war vorzüglich. Wunderbare Gewürze. Danke. Probier halt vielerlei aus. Da oben in der Gegend gibt es viele feine Kräuter. Man muss nur wissen, wo. Gratuliere, junger Mann, Sie haben Talent. Sind Sie schon lange da? Ich bin an der Ausbildung. Ich mache mein Praktikum hier. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Sie haben die besten Voraussetzungen. An die Mistkratzerli erinnert mich uns noch an. Ja. Spätestens heute Abend werden sich die Gäste über das Essen aufregen. Das ist ihr Haus. Das ist ihr Haus. Das ist ein Bahnschlüssel. Man muss auch arbeiten. Vielleicht würde ich doch anfangen hin. Dann kommen wir in unser Zimmer stehen. Morgen. Sag mal, hast du wieder die Ferienwohnung umgefingert? Es ist wieder nichts mehr dort, wo es sein sollte. Gib nicht immer den anderen Schuld, wenn du in deinem Programm alles verhühnerisch. Ich wollte ja nur fragen. Sag mal, hast du schon gehört, dass Terena ihrem Mann davon gelaufen ist? Weißt du von Surkholm? Mit einem 20 Jahre Jüngeren. Ich habe jetzt keine Zeit für Dorfklatsch. Aber um deine Saulaune zu tragen, bin ich gut genug. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja gehen. Tut mir leid. Mir auch. Nein, jetzt bin ich schuld. Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass du ja im Moment wegen deiner Scheidung ganz andere Probleme hast. Tut auch gleich ein bisschen weh, gell? Schon recht, Anni. Gescheiter gut geschieden als schlecht geheiratet. Naja, ich bin keine Experte auf dem Gebiet, aber wenn du jemanden brauchst, zum Reden oder so. Vielen Dank. Es ist halb so wild. Ach, zum Glück hast du Bruno. Der soll ein paar Tage frei nehmen, um dich ablenken. Verkehrsbüro Madrons, Fahr Winter. Bruno, Sally. Nein, ich bin allein. Ich lese dir gerade in den Akten. Entscheidung, übermorgen. Was? Du gehst auf Paris? Wann? Nein, ich bin dann zu Montreux. Eben. Ich glaube nicht, dass ich dann noch Lust habe, dir nachzureisen. Bis heute Abend. Ciao. Heiri, das ist Putzfrau. Das ist sie. Ja, das ist sie. Entschuldigung, frag auf.
Wir haben sie vermisst die letzte Woche. Um was geht's? Ja, kennen Sie uns nicht mehr? Meier und Cesalva. Sie sollten doch zweimal in der Woche bei uns putzen. Letzte Woche haben Sie gesagt, Sie kommen noch vorbei. Letzte Woche hatte ich keine Zeit gehabt. Ja, und diese Woche? Diese Woche auch nicht. Ja, aber das Putzen ist ein Bestandteil von unserem Vertrag. Es steht zweimal in der Woche. Was in Ihrem Vertrag steht, interessiert mich nicht. Ich habe noch anderes zu tun. Ein bisschen Staubsauger können Sie doch selber machen. Sie haben Ferien, nicht ich. Das ist ja unerhört. Sie werden doch zahlt dafür. Wenn Ihnen die Miete zu hoch ist, müssen Sie sich beim Verkehrsverein beschweren. Sie entschuldigen. Ich muss. Heidi, das lassen wir uns nicht bieten. Komm, Edith, wir gehen aufs Verkehrsbüro. Wir sind leider bis Ende Woche ausgebucht. Was? Mit ja. Einer Absage? Nein, leider nicht. Es wäre jetzt so schön gewesen. Unsere Freunde haben nur das Wochenende Zeit. Wir hätten diese Wohnung auch teilen können. Das Hotel ist auch völlig ausgebucht. Wir wollen uns beschweren. Also Sie sollten sich Ihre Putzfrau einmal ein bisschen vorknüpfen. In unserem Vertrag steht Wohnungsreinigung zweimal die Woche. Jetzt sind wir schon 3 Wochen da und die Putzfrau ist erst einmal vorbeikommen. Am zweiten Tag. Und dafür treibt sie sich den ganzen Tag im Dorf umeinander. Und hat ein freches Maul. Ja, was passiert überhaupt fürs Nichtstun? Ist die Direktorin da? Solltest du nicht bei der Arbeit sein? Ich sollte noch viel. Also, was wollen wir jetzt? Ja, ganz einfach. Wir können eine neue Putzfrau suchen. Pascal, muss entschuldigen. Ich bin gerade abgelenkt worden. Moment schnell. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Kannst du das bitte mit Anni besprechen? Sie ist umzingelt von einer Horde von Touristen. Dann komm doch später noch mal. Mein Mann ist gerade am Telefon. Später habe ich keine Zeit. Pascal, kann ich zurückrufen? Ja, ich weiß. Aber ich muss jetzt noch etwas besprechen mit jemandem. Heute Nachmittag, okay. Ciao. Also, um was geht's? Ich muss leider aus persönlichen Gründen aufhören mit Putzen. Ihr müsst euch einen anderen suchen. Das geht aber nicht. Du hast dich verpflichtet für die ganze Saison und musst bleiben, mindestens so lange, bis du einen Ersatz gefunden hast. Ich muss überhaupt nicht. Entweder ich kann oder ich kann nicht. Ich kann euch ja ein Zeugnis bringen. Ein Zeugnis? Mein Arzt hat mir angeraten, ich soll aufhören mit arbeiten. Dein Arzt? Ich habe Rückenproblem. Was hast du wirklich? Es ist die Bandscheibe. Es ist etwas anderes. Es hat weder mit der Arbeit noch mit dem Rücken zu tun. Du hast andere Probleme. Wir können darüber reden, wenn du willst. Ich lasse noch ein Zeugnis schicken. Ich bin nicht verpflichtet, mein Privatleben vor dir auszubreiten. Etwas für dich tun. Hilft dir Roberta nicht? Die Kühe sind schon gemolken. Hat er gut losgezogen mit dir? Du bist immerhin einer der reichsten Bauern im Ort. Was wolltest du sagen? Mit dem?
dass deine heiß Verehrte auf zwei Hochzeiten tanzt. Dein Land ist immer noch Bauland. Vielleicht schafft die Altug, was deiner eigenen Familie nicht gelungen ist. Respekt. Wieso raffiniert hätte sie nicht gehalten? Dir ist nichts zu helfen. Die Frau hat dich verhext. Sie hat dir schon mal Unglück gebracht. Raus! Sag ja nur die Wahrheit. Die Frau hat böse Kräfte. Red nicht von Sachen, die du nicht verstehst, davon. Du hast schon mal mit dem Feuer gespielt. Ich bin sicher, du hast damals meine Scheure angezündet. Das Chaos da im Stall, da, das bist auch du gewesen. Der Reporter hast auch du bestellt. Ich habe nie etwas gesagt. Welche Mitleid war mit dir? Aber jetzt habe ich kein Mitleid mehr. Verschwind aus meinem Stall, bevor ich dich wie einen Klumpen Mist rausgehe. Ich sag's dir. Die Frau ist eine Hexe. Weißt du, was du willst? Nein. Du hast es Willen hier in die Straße. Nein! Was ist? Martin Onkel, der will mich umbringen. Und Linus, was ist passiert? Du Miststück! Was ist los? Ich probiere mit allen Mitteln, mich unter Druck zu setzen. Aber heute ist sie zu weit gegangen. Ich glaube, sie braucht Hilfe. Hilfe? Ihr kann niemand mehr helfen. Dann haben sie probiert. Sie macht alle verrückt. Das Kind ist schon ausgezogen. Ich habe gemeint, professionelle Hilfe. Sie ist absolut klar da oben. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Sie war nie zufrieden mit ihrer Situation. Immer hat sie es besser haben, reich sein. Was schaut ihr? Soll sie doch gehen, wenn sie ihr nicht passt. Sei nicht so hart. Schließlich geht es auch um die Flavia und um den Remo. Sie soll uns im Frieden lassen. Weißt du, ich probiere mal mit ihr zu reden. Dann viel Vergnügen. Du musst dir gar keine Mühe geben. Ich habe mitgehört, was du mit dem Alten besprochen hast. Manchmal hilft es, wenn man mit jemandem redet, der nicht direkt mit einer Sache zu tun hat. Darum wollte ich zu dir. Nicht direkt? Du bist doch geschult. Du hast uns die alles Winter da raufgeschleppt. Und gegen das Grischa-Zentrum bist du auch. Das wäre Remo seine grosse Chance gewesen. Aber ich wollte nur, dass... Und jetzt kommst du her und spielst die unschuldig. Du warst ja schon immer am Linus ein Liebkind. Du wärst doch am liebsten, wenn in der Spinnwinde verschwinde. Dann könntest du in aller Ruhe den Remo austricksen. Und das Bauland von Linus gehört am Schluss dir allein. Das ist überhaupt nicht wahr! Spinnt! Hau ab! Also, wir sehen uns dann nachher im Gruschalva. Müssen wir etwas mit der Chefin besprechen? Hoffentlich nicht ernst. Nein, es ist wegen dem Terminkalender. Garuff ist gut drauf und nicht muff. Meibel zurück. Ja, geht's gut, hä? Ja, ist der letzte Tag gewesen. Wunderschönes Wetter. Und wie geht's nächste Woche weiter? Am Dienstag kommt eine Gruppe aus dem Appenzell. Ah, ja, nicht so gut am Berg, hä? Tust dich nicht, die Appenzeller sind zäh. Ja gut, wir sehen uns dann nächste Woche. Ich trainiere noch ein bisschen am Wochenende. Remo? Hä? Ist es wirklich so schlimm mit dem Rücken von der Elisabeth? Mit dem Rücken?
Sie war doch beim Doktor. Die Elisabeth war nicht beim Doktor. Los, sie war heute bei mir im Büro. Sie wollte aufhören arbeiten. Ich will mich ja nicht in eure Angelegenheiten einmischen, aber ich habe das Gefühl, es geht ihr nicht gut. Ja, ich weiss. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Danke. Ciao. Ciao, Remo. Herr Hug. Ich meine, ich lang geworden bei euch daheim, hä? Nicht unbedingt, nein. Oh, ist schön, wenn man besucht da ist. Wie geht's Linus? Nicht schlecht. Und meiner Frau? Meine Mama und sie haben es nicht so gut miteinander. Und was macht Mama? Der Linus will sein Bauland nicht freigeben und das lässt sie nicht in Ruhe. Bist du ausgezogen da, ja? Ja. Flavia! 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 Hey! Ist ein Feierabend? Der Sepp kocht. Er hat seine Konserve extra von Chur geholt. Hat er uns mitgebracht für die Küche. Der Sepp braucht sie nicht mehr. Warum Flavia jetzt bei dir? Hast du etwas dagegen? Ja, ich eigentlich nicht, nein. Dann ist ja gut. Ja, dann lohne ich euch jetzt allein. Ja? Schlafe gut miteinander. So, jetzt können wir alle am Arsch lecken. Aber voll. Voll. Du kannst nicht schlafen. Ich gehe dann schon. Es ist ekelhaft, wenn man nicht schlafen kann. Kommt man so ins Studieren, wird halt wahnsinnig dabei. Sag schon, was du willst. Ja, ich habe einfach das Gefühl, du solltest schon mal ein bisschen ausspannen. Weißt du, Luftverändung würde dir vielleicht gut tun. Du kommst jetzt auf so einen Blödsinn. Bin ich krank? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber das wäre vielleicht auch besser. Auf den Rücken. Hat wieder jemand dumm schnurren müssen. Alles Winter. Es ist allein mein Problem, wenn ich mit dem Putzen aufhören. Aber beim Doktor bist du nicht gewesen, oder? Das habe ich dir doch nur gesagt, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Mit ihrer ewigen Zwängerei. Wenn die meint, ich würde das Leben lang für sie Putzfrau spielen, hat sie sich geschnitten. Das will doch niemand. Ich zuletzt. Aber ich mache mir einfach Sorgen. Nicht nur wegen dem, auch wegen der Flavia und wegen... Und wegen was? Ich will einfach nicht, dass nochmal so etwas passiert wie dann... Wie wann? Ja, wo du den Stall vom Linus voll Mist gemacht hast. Fangst du jetzt auch noch so an? Wie der Linus und Monika. Er hat mich doch nur mit Spinnwinde bringen. Damit sie dich in aller Ruhe um den Finger wickeln können. Kannst nicht endlich aufhören damit. Ja, froh, es wäre endlich vorbei. Ich denke, ich fange wirklich nur noch ein geschissenes Projekt. Jetzt will ich es
mir ja eigentlich gleich. Also nur wegen dir gemacht. Schon schließlich dein Land. Das kann nicht ewig so weitergehen. Nein. Ewig kann es nicht so weitergehen. Es kommt dann schon, wie es muss. So. Jetzt gehe ich ins Bett. Du, wir könnten doch wieder einmal, weißt du, zusammen wie früher eine Bergwanderung machen. Ja, das könnten wir dann schon. Ich schlafe im Zimmer von der Flavia. Gute Nacht. Flavia! 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 Was ist denn los? Flavia, ist sie bei dir? Es ist 12:30. Was soll da? Soll ich kommen? Sie ist nicht da. Gehen Sie heim und schlafen Sie Ihren Sofa aus. Du bist nicht frech, Bürstli. Du musst die Frau ja, sonst mache ich einen Höllenmeiss. Papa, was machst denn du da? Komm heim. Zur Mama? Sicher nicht, ihr spinnt doch total. Der Elisabeth geht's nicht so gut. Du bist besoffen. Können wir nicht bitte morgen drüber reden? Ich bin müde und kalt habe ich auch. Kannst du meinen Job haben? Bitte, Flavia. Komm wieder heim. Komm mal Mann vorbei. Versprochen. Sicher? Ganz sicher. Gute Nacht. Gute Nacht, Flavia. Ich weiß, unerhört mit dir. Ich brauche es auch nicht. Na gut, dann nehme ich nur einen. Ich bin gerade wieder da. Sind du so früh schon an? Muss ich putzen? Sonst sind die Leute dann schon fort. Also, bis später. Ciao. Ich weiss noch nicht, wie lange es geht. Thank you.
Schön, dass du da bist. Wirklich. Und wie? Weißt du was? Nein. Heute übernachten wir da oben zusammen. Du bist mir rein. Herzig, wie du kannst ja sagen. Hast du mich überschnurrt? Fahr jetzt schnell runter. Hol eine Flasche Wein für uns. Der Beste. Und ein paar Decken. Aber mach nicht so lange, hm? Ja, meinst du, ich löse dich allein? Auch nicht mehr gesehen. Linus, ich weiß. Nein, jetzt ist fertig. Zeigen Sie an. Ich habe mir die Schüre abgebrannt, sie hat den Stall verwüstet. Und jetzt hat sie uns wollen umbringen. Ja, uns? Sie hätte nicht können wissen, dass ich alleine wegfahre. Auch die Roberta hat sie umgekommen. Ich muss sie anzeigen. Begreifst du das? Ruf, Linus! Schaff sie weg. Sie muss verschwinden. Ja, gut. Weißt du, was du gemacht hast? Ha? Er zeigt dich an. Linus, du kommst in den Knast.
Willst du das? Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst! Ich hab genug, verstehst du? Ich kann nicht mehr. Genug von dir und vom Linus und von dem ganzen Seich da. Mach doch alles, was ihr wollt! Ich will dein Leben! Der Schub! Elisabeth! 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 Bitte! Ihre Frau hat den Wunsch geäußert. Und ich bin der gleichen Meinung. Sie wird eine Zeit lang da bleiben. Die letzte Zeit war sehr anstrengend für sie. Sie braucht Ruhe. Kann ich sie noch mal sehen? Es tut mir leid, sie wird sie vorläufig nicht sehen. Sie will niemanden sehen. Das ist eine häufige Reaktion der Patienten. Vermutlich schlaft sie viel in der ersten Zeit. Auf jeden Fall ist sie da nicht allein. Wieder schauen. Der Partner geht, die haben Wichtiges zu tun. Mit der Scheidung kommen wir allein zurück. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich warte immer Kaffee, bis fertig bist und dann fahren wir zurück. Ich muss das allein machen.